Mobilität verändert sich. Sie wird elektrischer, autonomer und vernetzter. Brose erzeugt neue Mobilitätserlebnisse beim Fahrzeugzugang, dem Innenraum und bei elektrischen Antrieben. Dafür vernetzen wir unsere mechatronischen Systeme und sorgen mit Sensorik und Software bei Fahrzeugen aller Art für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz. Gestalten Sie die Mobilität mit. Brose. Liebes Publikum, willkommen zurück zu unserer Reihe Klassik am Sonntag. Unser erstes Programm dieses Jahr bildet sich aus zwei Stücken für zwei Trompeten und Orchester. Das erste Stück ist das Vivaldi-Konzert für zwei Trompeten und Orchester in C-Dur. Das ist Vivaldis einziges Werk für diese besondere Besetzung. Es gab ein anderes Werk, wo wir gemeint haben, dass es auch für zwei Trompeten sei, aber es stellte sich heraus, dass dieses Werk eigentlich für zwei Oboen geschrieben wurde. Das Stück an sich ist ein sehr klassisches italienisches Barockkonzert mit schnell, langsam, schnell. Die Trompeten in den zwei schnellen Sätzen haben sehr viel Virtuoses mit Feuerwerken und allem zu tun. Und im langsamen Satz spielen die Streicher ganz alleine ohne die Trompeten. Das Werk ist ziemlich populär. Was überraschend ist, wenn man weiß, dass das Werk zuerst in 1950 verlegt wurde. Das zeigt, was für eine wahnsinnige Qualität diese Musik hat, dass das Stück in den Herzen der Trompeten innerhalb 70 Jahre so reingekommen ist. Das zweite Stück auf dem Programm ist von Manfredini. Das ist auch ein Konzert, diesmal in D-Dur. Der Manfredini hat eigentlich nicht so viel Musik komponiert. Aber das, was er komponiert hatte, ist ziemlich überraschend, indem es eine unglaublich moderne Art mit Chromatik zeigt. Man wird in diesem Konzert hören, es gibt ein paar Momente, wo man denkt, dass man weiß, wo die Musik hingeht, und plötzlich macht er irgendwas Chromatisches und die Musik umwandelt sich und man ist plötzlich irgendwo ganz anders als das, was man erwartet hat. Es spielen für Sie Markus Riepetinger und Tobias Ziegler aus dem Philharmonischen Orchester und Claudio Rizzi. Thank you.
Thank you.